Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video für mal JP Performance Gaming. Wir sind im wunderschönen... Wo sind wir genau? In Helpsen. Wo? Helpsen. Helpsen. Ja. Wir sind in Helpsen. Ich habe das Gefühl, hier in Helpsen ist zum Beispiel das Thema Eintragen und Ausbruchanlagen, glaube ich, kein großes Thema, weil wir sind auf dem Land. Wenn man auf dem Land ist, fährt man noch weiter ins Land und dann fährt man um die Ecke und dann sind wir in der Sackgasse. Das heißt, hier ist auf jeden Fall freie Zone und die Jungs hier sind bekannt für sehr geile Köpfe, denn es geht ums Thema Supergolf. Wir brauchen viel Durchfluss. Ihr habt gehört, sehen, was wir für einen Lader drauf bauen. Ihr habt gesehen, was wir machen zum Thema Erweiterung des Ladus mit dem E-Turbolader. Und deswegen bauen die Jungs nämlich hier einen riesengroßen Kopf. Danke sehr, Herr Leclerc. Sehr gerne. Einen riesengroßen Kopf, der in den Supergolf reinkommt. Natürlich sitzt dort auch der Herr Kees. In Lässt voller, es sich gut gehen. In voller Urlaubsmontur sitzt er da. Wir arbeiten hier. Ja, ich sehe es. Hallo. Jeden Tag. Renke, hi. Hi, Jean-Pierre. Eisprinzessin? Durch einen wärmsten Tag ausgesucht. Gut gepennt? Na, geht so. Hi. Grüß dich. Auf jeden Fall, heute geht's um Köpfe, um Strömung, um Durchlass, um Oberflächen. Auch, ja. Denke ich mal. So, das ist so der grobe Umfang und halt auch um den Kopf vom R32. Aber ich liebe dieses Spiel zu spielen, von welchem Auto was wie wo ist. Ja, mach mal. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Doch, Boxer, das ist Subaru. Ja. Das ist ganz klar ein Supra. Ja. Das ist 4G63. Das ist ein Shigebo. Ehrlich? Ja. Das da ist Phil. Ja. Genau. Okay, du kannst anfangen. Wir haben eigentlich alles hier. Also, ich sehe schon. Das ist Hayabusa. Da habe ich extra nicht hingeguckt, weil das konnte ich auch nicht erkennen. Ja. Wow! Boah. What? Mit Turbo? Das läuft? Nicht doch. Das läuft. Ich habe den am Anfang mit, nicht doch, mit Vergaser gefahren. Das ließ sich aber gar nicht abstimmen. Und jetzt habe ich eine KMS MD35. Warte, stopp. Hä? Was ist los hier? Langeweile. eBay Kleinanzeigen. Du musst Langeweile haben. Nein, habe ich nicht. Im Gegenteil. eBay Kleinanzeigen. Machst du auf und da wird was vorgeschlagen, so in der Region. Und ich sehe irgendwann diese Karosserie 3 Kilometer entfernt. So breit? Nein, auch noch nicht. Das dachte ich mir. So, auch noch nicht. Und denke so, Alter, wie geil ist das Ding denn? So, und ich habe einen kleinen Sohn, ich konnte die Größe nicht einschätzen, bin ich hingefahren. Und dann wolltest du deinen Sohn eigentlich reinsetzen? Dann habe ich gedacht, ich baue was, wo mein Sohn sich reinsetzen kann. Haben wir ausprobiert, passt aber nicht. Ja, geil. Das müssen wir mal uns in Ruhe separat angucken, weil du hast ja hinten auch noch mit ja, hier richtigen Dämpfer, mit Gewindefahrstellung und so. Und alles mit Fernbedienung, ne? Scheiße. Ja, geil. Warte, soll ich mal runter? Ja. Und wer das Differential gemacht? Das in der Mitte? Nee, das Heckdifferential. Das ist ein Industrieteil. Und den ganzen Rest, was du so Alu blank siehst, ist alles hier gefräst, gedreht. Ist eskaliert. Es ist eskaliert irgendwo, das kann, ne? Ich verstehe das. Das ist auf jeden Fall, irgendwo bist du mal abgebogen und hast den Realitätsbezug irgendwie verloren. Ich meine, also, wie wir schon immer die Krise kriegen, dass das hier irgendwo im Weg steht. Die Leute sagen, die hassen jetzt hier arbeiten. Die hassen mich. Also es ist irgendwann mal eskaliert. Ja. Irgendwann mal, okay, ja. Köpfe. Aus dem Bruder gelaufen. So. So, okay. Ja, Köpfe, weiter Köpfe. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ja, okay, jetzt haben wir da genug zur Zeit. Wir haben Köpfe gesehen. Ich erkenne Köpfe, du kennst Köpfe und ich muss... ich weiß gar nicht, ob ich so viel weiß oder ob es auch, ich glaube, es gibt viel Schabermark und viel Sachen, die man über Köpfe denkt, die dann gar nicht der Realität entsprechen. Dazu kommt, ich glaube auch, dass man mit Köpfen zum sehr großen Teil Mist macht als was Positives, weil ich glaube, ein zu großer Kopf für den Rest des Motors nicht so passend zum Thema Verdichtung, Ventilgröße, Ladedruck, Drehzahlbereich, Einsatzgebiet kann man auch ganz viel Scheiße bauen. Du kannst auf zwei Ebenen Scheiße bauen. Erstmal kannst du den Kopf scheiße machen, weil du keine Ahnung hast, wie es geht. Ich früher natürlich auch erstmal viel lernen müssen. Also vor 15 Jahren habe ich die erstmal eine Fließbank selber gebaut, ein paar Köpfe per Hand gemacht, so mit einem Dremel in der Garage und dann misst du die Dinger und denkst so, was habe ich getan? Läuft halt nicht. Das heißt, erstmal grundsätzlich musst du... Weil du erstmal groß wolltest. Ja, du willst erstmal groß werden. Und wenn wir haben auch gerade im Auto drüber gesprochen, Nobby und ich. Wenn du anfängst mit Tuning, dann denkst du erstmal nur... mehr Teile, die irgendeiner baut und groß gleich schneller und gut. Aber das ist ja nicht der Fall. Also das größer ist gleich besser definitiv bei Köpfen überhaupt gar nicht. Auch wenn du jetzt mit der Fließbank einen Kopf entwickelst,
tendenziell wird das Ding zu groß, weil du zielst auf hohe Zahlen. Du willst einen hohen CFM-Wert. Die Amis machen das ja auch. Die Amerikaner verkaufen all ihre Köpfe über Durchfluss. Mhm. Dann macht der Kopf 240 CFM, was auch immer das jetzt erstmal bedeutet, macht der und damit verkaufen diese Dinger. Ich kann dir das gleich nochmal zeigen, das geht darum gar nicht. Also auch diese hohe Zahl ist erstmal völlig irrelevant. Du willst das wie bei einem Motor, du willst eine Drehmomentkurve haben mit viel Fläche unter der Kurve. Mhm. Und genauso willst du das bei einem Kopf auch. Du willst, dass der bei wenig Ventilhub schon gut Durchfluss macht. Da gehört schon, was dazu. So. Also kurz gesprochen, wie ich es interpretiere, ist, ein Kopf im Serienauto ist in der Lage, einen gewissen Spagat zu schaffen. Du willst diesen Spagat zwischen unteren, mittleren, hohen Drehzahlbereich genauso schaffen, nur besser. Ja, ein Serienkopf, du siehst ja, was wir an Köpfen, an Menge hier haben. 90% davon sind Serienteile, die von einem Großserienhersteller produziert worden sind, für irgendein breites Anwendungsspektrum. Also die Mutti will damit auch zum Einkaufen fahren, der soll vielleicht ein bisschen Sportcharakter haben. Und wir machen es dann so, dass wir erstmal die Reserven ausnutzen. Und so wie die Tuner das machen, die wollen ja nicht, dass der bei 1,8 super sauber läuft. Nee, das ist erstmal egal. Fährt er ja nie. So, der soll, meinetwegen ab 4 soll der richtig Dampf machen. Wir machen es im Prinzip so, dass wir den viel spezieller auslegen, dass er dann später für den Anwendungsbereich passt. Was ich immer wieder interessant finde, ist, was auch Leute, die zum Thema Tuning neu dazukommen, wirklich gar nicht so in sich aufnehmen, ist, wenn du eine Sache anfasst, wenn du mit einem anfängst, beginnst du ja eigentlich den Teufelskreislauf der Scheiße. Weil nur den Kopf machen, ne. Aber das muss ja alles einhergehen, bis es ja im Nachhinein ja sogar bis am Reifen wieder ankommt. Ja? Also selbst wenn der Reifen das dann nicht transportiert, wenn das Differential dann zum Beispiel nicht dementsprechend ist, die Leute, Pauschalfrage. Die Leute fragen ja auch an, was kostet mich eine Kopfbearbeitung für ein TFSI? Yeah. Ja, weiß ich ja nicht. So, wie viel Leistung, das Ding müssen wir gleich ausmachen. Yeah. Wollen wir es gleich ausmachen jetzt? Ja, einmal wann? Wir gehen rüber. Das ist der Kopf schon? Nee. Nee. Ah, super, perfekt. Okay, das ist, denke ich mal, Sitzringe noch nicht gemacht, weil Ventile habe ich ja gerade das mitgebracht. Das ist R32. Das ist R32. Alles, was geht. Ich sehe schon Golfballoberfläche. Alles, was geht. Wir haben hier so Auftragskarten. Mhm. Und du siehst schon, ohne dass man jetzt Details zeigen muss, hier ist so gut wie jedes Kreuz gesetzt, was man setzen kann. Okay, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn ein Kunde fragt, was kostet ein Kopf, dann ist dieser Kopf ausgelegt für, ich hau allen auf die Fresse. Das ist also ein Zerstörerkopf quasi. Über 300 PS. Super. Das ist... Dieses Sitzringmaterial, was du hier reingekriegt hast, ist so dermaßen speziell. Das sieht jetzt sehr, sehr unscheinbar aus. Mhm. Du musst dir vorstellen, wenn man das anfragt und bestellt, dann muss man so gut wie erstmal sagen, dass man keine Atomwaffen konstruieren will. Das Zeug, was hier drin ist, ist unabhängig, dass so ein Ring ein 100er kostet. Einer. Was? Einer. Das ist von den Materialeigenschaften. Deswegen, pass auf, das Video ist jetzt unter Buddies so, ne? Pass auf. Gestern reden wir so, ja, pass auf, morgen Kopf drehen und so, kommst du vorbei, so, ja, das kriegen wir hin. Ich bin echt neidisch. Warum? Boah, dein Kopf, ey. Das ist echt krass. Ich habe bis heute die Ringe noch nicht drin. Nein? Nee. Was macht die Ringe so speziell? Die Eigenschaften, also der Spagat, auch da, der Spagat zwischen Härte, Verschleißfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit. Du musst dir vorstellen, die Dinger sind härter als so mancher Stahlsitzring, leiten aber fünfmal so viel Wärme. Absolut krass. Also, wir haben jetzt ja noch nicht über... Wo wird das sonst verbaut? Mag ich fast gar nicht sagen, weil das Ding kommt aus einem speziellen Industriezweig. Waffen? Zulieferer? Nee, nicht unbedingt. Es gibt einen Industriezweig, die verwenden das. Die sind angewiesen auf so, ich sag mal, unendlich teures Zeug. Und wir haben das zweckentfremdet. Jahre habe ich gebraucht, bis ich den Zulieferer irgendwann hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, schick mir mal das und das und das. Wir haben ein bisschen was ausprobiert. Und wir kaufen jetzt zwei Legierungen bei denen. Im Prinzip haben wir eine normale Mehrstoffbronze. Da machen wir alle Führungen draus. Mehrstoffbronze ist ja an sich schon mal, glaube ich, nicht einfacher Prozess. Weil Bronze zu Mehrstoffen zusammenzufügen, ist ja, glaube ich, ein relativ schwieriger Prozess. Es ist schwierig. Das ist aber auch für uns so vom Handeln her und auch vom Preis her alles noch erschwinglich. Das ist aber schon weitaus besser als alles, was irgendwo von einem Großserienhersteller oder, ich mag jetzt keine Marken nennen oder so, irgendwo produziert wird. Also das ist schon richtig, richtig gutes Zeug. Danach haben wir ein Heat-Material. Mhm. Das ist sehr, sehr rötlich, kann ich dir auch noch mal zeigen. Wir haben bestimmt auch irgendwo ein paar Köpfe, wo das... Da ist das drin. Das ist ein Heat-2-Material. Heat-2-0. Da siehst du, das ist deutlich rötlicher noch mal, weil der Kupferanteil größer ist. Erklär mir ganz kurz, also das Video ist wirklich für die Technik-Freaks wieder. Kupfer leitet. Kupfer hat eine gewisse Weichheit. Genau. Was ja
man muss sich, wir machen mal eben eine kleine Sequenz rein, was ein Ventil leistet bei 7000 Umdrehungen oder in dem Bereich, weiß nicht, ob wir 7000 finden. Aber es ist natürlich eine unheimliche Geschwindigkeit und auch eine unheimliche Aufprallenergie, ja, die ja wirklich von jetzt, diesem Fall, jetzt von so einem Ventil aufgefangen wird. Ja. Das heißt, dieser Sitz ist hier und dann bumm. Genau. Also Titanventile beispielsweise fährst du nur mit relativ hochkupferhaltigem Material, weil du da sehr softes... Woher weißt du das? Erfahrung. Erfahrung. Jetzt arbeite ich seit so vielen Jahren mit, wir machen fast 80% mittlerweile gewerbliche Kunden. Das bedeutet, ein Motorenbauer tritt an uns heran und sagt, ich habe einen Meisterschaftskopf von 2003. Mit dem haben wir alles in Grund und Boden gefahren. S14 BMW. Mhm. So, damit haben wir 15 PS mehr gemacht. DTM stand so. Der hat Ventilabriss, ist platt, Einzylinder komplett tot, nicht mehr zu retten. Danach haben wir versucht, per Hand diesen Kopf zu reproduzieren und jetzt fehlen uns immer 15, 16 PS. So, und das ist der Klassiker. Der bringt dann seinen heiligen Gral zu uns. Wir digitalisieren den, das heißt, wir scannen den komplett ein. Und dann, ja. Und dann ist das mehr oder weniger danach auf Knopfdruck, reproduziere ich ihm das Ding. Und der macht dann auch die Leistung. Der macht dann wieder die Leistung und er kann danach sicher gehen, dass jeder weitere Kopf, den er bei uns noch machen lässt, genau wieder denselben Okay, hat. Pass auf. Ja. Jetzt muss ich wieder hier Dr. Schnuggets ranholen und das wird er mir bestimmt bestätigen. Manchmal gibt es Bauteile, da sagt der Profi, die sind kaputt, aber für einen selbst sind die super gut. Die sehen auch aus wie im Arsch, aber die funktionieren fantastisch gut. Und wenn man das dann nochmal neu kauft, denselben Lauf, wo man denkt, jeder sagt, ja, dann hol ich doch einen neu, dann läuft der ja besser. Und dann läuft das Auto schlechter. Bleilager zum Beispiel. Ja. Da streite ich mich ganz, ganz, guck mal, das Geile ist sowas doch, das sage ich ganz, ganz oft. Ich gucke mir die Pleuellager an, der Mann, du weißt das auch, der baut die ganz vorsichtig aus und sagt, und Chef, willst du die weiterfahren? Sag ich, ja, die bleiben drin. Weil wenn die nämlich laufen, dann laufen wir. Und der Verschleiß ist nicht so da, dann lass die Arschlöcher doch da drin. Zurück zu den Dingern. Die sind nicht so rot. Die sind nicht so rot. Ist weniger Kupfer drin. Dafür ein paar andere Legierungszusätze, die richtig viel Geld kosten. Das treibt den Preis so hoch, die Herstellung davon ist ultra schwierig. Und die Dinger sind hier reingekommen. Einlass wie auslassseitig. Weil wir wissen, dass das Ding Leistung Anschlag machen soll. Mhm. Und genau genommen, du schneidest ja den Sitzring. Wir haben es in der Zeit nicht geschafft. Unabhängig davon werden die Dinger später CNC geschnitten. Hier nachher auch ein bisschen was zu zeigen noch und erklären. Also okay. Die werden nicht mehr konventionell mit einem Konturstahl. Ja, Block wird Kopf wird eingespannt. Und dann ist das eine scharfe Wendeplatte, die du programmierst. Und die fährt eine programmierte Kontur ab, eine freie Kontur. Vollzeitmitarbeiter. Wie viele Köpfe macht die ungefähr? Pro Jahr 500, 600. Geil. Also viel. Geil. Viel. Gibt es noch jemanden wie euch in Deutschland? Nein. Würde ich auch sagen, ne? Nein. Also selbst europaweit wird es dann schon schwierig. Und wir machen ja alles selber. Wir machen ja auch die Führungen hier selber und so weiter. Und soweit ich weiß, gibt es keinen, der das unter einem Dach wirklich vereint. Und hat noch Zeit, so ein komisches Ding zu bauen. Ja. Das zu dem Thema Sitze. Ja. Aber jetzt geht's los, Hase. Der Kopf. Endstufe. R32, GT40, 1 Bar, macht? 700? 700. Serienkopf. Sagen wir mal 700. Ich baue den Kopf drauf. Was passiert? Ladung geht runter. Nee, der Ladung geht nicht runter. Wenn du einen Kompressor fahren würdest, dann geht er runter. Dann bricht er weg. Bei meiner Corvette ist das so. Köpfe gemacht, Nocke gemacht, Ladedruck, zack, ging nach unten. Leistung ist da, Ladedruck ist weniger. Geil. Ja, muss so sein. Ist geil. Muss so sein. Alle denken sich so, nein, nicht geil, doch, ist geil. Ist ein ganz klares Indiz. Aber nochmal zurück zu dem R32 Turbo. Wir haben mit 700 PS, strömen wir durch einen serienmäßigen Kopf als Beispiel im GT40 dran geflanscht. Mhm. Ich baue den Kopf drauf. Was würde passieren? Die Lieblingsfrage all unserer Kunden. Wie viel Leistung bringt dieser Kopf? Ich weiß es nicht, weil, das machen wir gleich nochmal kurz auf der Fließbank, das System ist ja viel komplizierter als nur der Kopf. Hm. Ich kann dir genau sagen, das Ding macht 14% mehr Flow. Das weiß ich. Er macht 14% mehr Spitzendurchsatz. Was ja schon mal eine Menge ist. Was schon mal viel ist. Hier kommt noch mehr dazu. Du hast ja eben schon, wir haben hier noch Golfball da drin, das hat natürlich noch einen Effekt. Da reden wir gleich drüber. Ne? Sitzring. Also wie viel Prozent macht der mehr Flow als ein Serienkopf? 14-15%. Ernsthaft? Was nicht? Bei dem, was wir sonst so machen. Es gibt noch einen Kopf, der kann noch mehr. Also, da bringt die Bearbeitung noch deiner. Mehr. Nee, der war nicht so gut, der Kopf, ne? S4 ist noch so... Nee, nicht S4, aber der... S4, nein, ein anderer Typ vom Kopf. Ach so. Wir machen gleich luftgekühlt. Ja. Käfer. Ja. Wir haben natürlich was rausgesucht, was mal richtig krass ist. Ja, klar, weil diese Serie ja Pillipups. Wir verdreifachen den Durchsatz in den Köpfen. Verdreifachen. Zeige ich dir. Aber dann muss ja die Verdichtung, dann muss die Nockenwelle, dann muss ja alles sitzen. Das muss alles weil passen. Wenn ich mir jetzt nur vorstelle, ich baue einen Kopf drauf, der den dreifachen Durchfluss hat, dann machst du den an, der geht gar nicht an.
brauchst entsprechend das Drehzahlband dazu, dafür halt die Nockenwelle, du brauchst die Frischgasaufbereitung, große Drosselklappe, allem. Du brauchst einen Auspuff dahinter, der das mitmacht, das muss, du hast vorhin gesagt. Kunden rufen an und sagen, ich habe ein TFSI, was kostet der Kopf? Ja, wie viel Leistung willst du denn machen? Willst du 300 machen oder willst du 500 plus machen? Das und alle wollen immer das Höchste. Die wollen erstmal alle das Höchste und wissen noch nicht, dass sie es gar nicht brauchen. Das heilt sich aber. Das ist ja wirklich so. Hätte mich einer mit 24 gefragt, der Lader für 1000 PS kostet 1000 Euro und der Lader für 700 PS kostet 1000 Euro. Was machst du? Ich nehme 1000! und los geht's. Und dann merkst du nachher, mir ist die Kurbelwelle schon zweimal gebrochen. Oh, scheiße. Ne, und das ist ja immer dasselbe Spiel. Ja. Da kaufst du dir für 1200. Genau, dann muss das losgehen. Wir haben so einen Konfigurator auf der Webseite. Ehrlich? Da kannst du selber sagen, was du haben willst, mit Kanälen, mit drum und dran. Große, das ist schon mal geil für die Freaks, die jetzt gerade gucken. Ja, und grundsätzlich ist es so, die Dinger werden ausgefüllt. Du trägst da ein, was du haben willst, E-Mail-Adresse, dann kriegst du das Ding kalkuliert. Sofort, so hast du es. Ich kriege natürlich eine Kopie und lese da gerne mal drüber und gucke, was stellen die Leute so zusammen. Und 80% der Leute wählen an Optionen viel zu viel. Viel zu viel. Das Ding wird viel zu teuer. Und ich weiß immer von vornherein, die muss ich anrufen und denen erklären, hey, ihr habt das zwar gut gemeint, geil, ich mache auch gerne Umsatz, aber das ist nicht das, was ich euch verkaufen will und das ist nicht das, was ihr braucht. So, Golfballoberfläche. Ich rede einfach mal los. Ich denke mal, die Golfballoberfläche ist deswegen, man muss sich überlegen, hier auf der Ansaugbrücke ist die Ansaugbrücke draufgeschraubt, hier ist ein Überdruckbereich, weil es ein turboaufladender Motor ist. Das heißt, wir haben hier eine Luftsäule, die sich anstellt, um dann in das Ventil gleich rein zu dürfen, wenn es sich öffnet. Damit wir aber den Füllungsgrad und die Fließgeschwindigkeit erhöhen können, haben wir überall kleine Golfball-Löcher, die dann eine Turbulenz erzeugen, eine Art Venturi-Effekt. Und auf diesem Effekt reitet die Luftsäule. Richtig. Du hast der Gesamtluftstrom gleitet auf diesen Randwirbeln, die du damit künstlich noch verstärkst. Wenn man einen Saugmotor baut, die Leute fragen ja immer, soll ich das mit Golfball machen oder nicht? Erstaunlicherweise sage ich ganz viel, nee, für deinen Anwendungsfall jetzt gerade nicht. In einem Fall wie hier, wo es drum geht, Masse durchzukriegen, viel Kraftstoff, Ethanol, Methanol, wie auch immer. Du schüttest da so viel Kraftstoff flüssig rein, dass du das gar nicht mehr vergast kriegst, bis das irgendwo ankommt. Luft. Und da haben wir, das ist allerdings schon Jahre her, richtig krasse Sachen gemessen, haben denselben Kanal gefräst, wir können es halt genau reproduzieren, mit und ohne Golfball, und haben das dann mal bei richtig starken Vierzylinder-Turbos, so jenseits der 800 PS, mal real gemessen, und da sind über 100 PS bei rausgekommen. Weil die natürlich so abnormal viel Kraftstoffmenge drin. Also heißt erstmal diesen Vorteil, du vergast den Sprit viel effektiver, die Verbrennung wird besser. Aufgrund wessen? Aufgrund der stärkeren Wirbel, die du erzeugst. Und der zweite Effekt ist... Macht es ja nicht auch Sinn, diese Golfball-Oberfläche in die Ansaugbrücke mit zu übernehmen? Das kommt darauf an, wo der Kraftstoff dazukommt. Zum Beispiel... Da macht also keinen Sinn. Da nicht. Käfer, was vielleicht auf der Fließbank noch längeren messen. Weg. Da wird oben eingespritzt, da ist die ganze Ansaugbrücke mit gedimpelt, wie wir sagen. Das heißt, die ganze Ansaugbrücke hat diese Golfball-Oberfläche auch. Per Hand? Nein. Per Hand 4 Jahre Arbeit. Auf der Maschine 4 Stunden. Ja. Habt ihr keinen Praktikanten dafür, der immer mit einem kleinen Fräser? Ja. Nein, jede dieser einzelnen Punkte wird einzeln angefahren. Deswegen dauert das ewig und 3 Tage. Okay. Wir gehen davon aus, wir fahren hier ein ideales Setup drauf. Abgasanlage, Lader, Krümmer, das ganze Paket, okay? Bei welcher Flowgrenze in PS gesprochen ist bei diesem Kopf sozusagen das Limit erreicht? Ich glaube, dass er diese Luftmasse nicht mehr transportiert kriegt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass den Kopf noch keiner ausgereizt hat. Mhm. Glaube ich. Krass. Also ich glaube, für das, was du vorhast, macht das Ding A, genug Durchsatz, und B, da kommen wir wieder zu den Sitzringen, ist das Ding so dermaßen stabil und standfest, dass das Ding hält. Da brennt dir nichts kaputt. Solange Drehzahl? Das abgestimmt Nein, ist. Nein, ist klar. Drehzahl. Wir wollten eigentlich, ich weiß nicht, Lambda... Eins fahren oder so. Sprintmann. Was kann der doch, hat er gesagt. Der verzeiht, weil tatsächlich ist es ja so, Leute fragen mich, was habe ich denn zusätzlich davon? Du hast natürlich auch eine Sicherheit in dem Moment, wo du anfängst abzustimmen. Aber das Ventil muss ja auch Ja, natürlich. So, aber du hast viel mehr Sicherheit da drin beim Abstimmen. Das Ding rutscht dir, sage ich mal, einmal in den mageren Bereich bei zu viel Leistung. Dann und dann ist es sofort vorbei. Und das verzeiht natürlich viel mehr, gerade so in der Anfangsphase. Golfball-Oberfläche. Ja, zweiter Effekt. Also Verwirbelung, ja. Bessere Durchmischung und zweiter Effekt,
ist eigentlich dann analog zu der echten Golfballtechnologie, die auch bei dem Ball eingesetzt wird. Ein Golfball fliegt ja aufgrund dieser Struktur einfach mal doppelt so weit, als hättest du dir einfach einen glatten Ball weggeschossen. Also es ist ja zum Beispiel Strömungsabriss. Das ist ja das Schlimmste, was uns in Köpfen passieren kann. Ich mach Flugschein. Also das ist beim Flugschein, glaub mir, schlimmer. Ich sage mal frech, es ist schlimmer. Ein Strömungsabriss. So, und du kannst halt in Köpfen 964 Porsche, die auch ziemlich knapp um die Ecke gehen zum Schluss. Dann kannst du richtig geil nochmal, ich sag mal, einen anderen Radius fahren mit dieser Oberfläche, wo dir sonst die Strömung schon längst abgerissen wäre. Also das sind so die Hauptpunkte. So, muss man die Abgasseite angucken? So, ich sehe keinen Golfball auf der Abgasseite, weil Abgasseite hat ja durch den nach oben fahrenden Kolben da ist ja Zug drauf. Abgasanlagendurchmesser ist üppig und tschüss. Du willst nicht extra verwirbeln auf der Abgasseite? Nein, willst du nicht. Also glatt, raus und weg. Aber nochmal zu der Frage, die du wirklich ungerne beantworten würdest. Gib mir ein Beispiel Serienkopf, dann nimm zweiter TSI. Serienkopf, Upgrade-Lader. Und dann der ideale Kopf. Also ich möchte gerne eine Zahl hören, wo 1,8T. Ja, wo 1,8T. Nur der Kopf deine Leistung. 1,8T. Sehr geiler Kopf. Ist ein sehr geiler Kopf, wobei es gibt jetzt auch zwei verschiedene Layouts. Kleine und große Kanäle. Wenn du den Smallport ganz davon... Ganz kurz. 1,8T, ne? Die Ohren von dem sind schon wieder... Weil in seiner Vorstellung gerade war nämlich das Dremeln an dem 1,8T. Aha, stark. So. Also wir geben mal ein 1,8T zum Beispiel. Zum Beispiel. Habe ich auch irgendwo, gucken wir mal, ob wir was gefräst haben, baust du um 35 PS ohne Abstimmung. Sind da. Safe. Ja, sind da. Weil die ganzen Ladeluftkühlerversprechungen oder was weiß ich, was es immer gibt, also den baust du drauf, 10 PS macht der locker. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch eine Frage zu diesem Golfball-Effekt. Ja, bitte. Spielt die Punkte, die Größe der Punkte eine große Rolle? Ja, die Größe, also die Eintauchtiefe, den Zeilenabstand, den Abstand untereinander. Ach du Scheiße. Das heißt, alles, was du so an Geometrie dir davon vorstellen kannst, spielt ganz gewaltig eine Rolle. Wenn ich das Ding gröber stelle, hat das vielleicht einen ganz anderen Effekt. Das ist die Oberfläche, an der wir angelangt sind, nach viel Probieren. Weil du kannst ja auch mehr machen und weniger kannst mehr, und größer. Du kannst größer, weißt du, warum er darauf kommt? Der hat schon das Nagelset seiner Mama gefühlt aus dem Schrank rausgeholt. Also, ich hab so ein Video gedreht. Lass mich in Ruhe, Mama. Siehst du ihn heute Abend so? Ich hab Köpfe gesehen, die per Hand so gemacht wurden. Wo ich denke, der arme Kerl. Aber die funktionieren auch irgendwie. Ich habe es nicht ausprobiert, gemessen, aber das Prinzip ist erstmal dasselbe, wenn die das einigermaßen, du bist dann nie so präzise. Das war der Start. Ist genau wie so, mach ich doch. Here we go. Nochmal hier eine Ergänzung, Thema Leistung. Das ist 1:1 die Fräsung, wie Ben ja auch fährt. Der ist ja so R32-mäßig definitiv ganz oben dabei und der fährt ja wirklich so mit dieser Fräsung, so wie sie da ist, ich glaube 2,2 Bar. Das ist ja sehr 1300 wenig. PS. Wahnsinn. Echte. Also wirklich Wahnsinn. Echte. Bei 2,2 Bar. Was für eine Umwelt hätte? Ungefähr 304? Ganz krass. Also 304 glaube ich nicht. Irgendwas so 290, 296 so in dem Dreh. Ne? Ja. So, und die drehen halt so scheiße hoch. Ne? So ein Ding dreht dann, glaube ich 9,5 oder 9,7. Wahnsinn. So, sollen wir rübergehen? Ja. Okay, auf geht's. So. Am liebsten wäre mir, wenn Renke euch mal so ein bisschen erzählt, was es überhaupt ist, weil Renke... Renke ist ja erstmal ein spannender Name. Ja, ne? Ne, eigentlich ist das ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, weil ich als jeder von uns hat irgendwie sein Auto, wo er schraubt bei uns in der Firma, mir ist es halt ein Käfer. So. Ich hatte mir halt vorgenommen... Sieht man dir gar nicht an. Nee? Doch! Stark. Ich hatte mir halt vorgenommen, natürlich Köpfe bei uns für meinen Käfer zu machen. So, und im Prinzip ist das... Das, was in den letzten 2 Jahren so dabei rausgekommen ist. Also ich möchte jetzt unbedingt diesen Winter den Motor endlich mal zu Ende bauen. Und das sind jetzt meine fertigen Köpfe. Und wir haben uns gedacht, okay, heute können wir ja mal meine Köpfe gegen den Serienkäferkopf messen. Boah, ja geil. Das war so die Idee. Weil dann bei welcher Drehzahl? Also wie macht ihr das? Also simuliert das auch einen Kolben? Nein. Da ist jetzt einfach nur einen Zylinder drunter gebaut, um natürlich das vernünftig simulieren zu können. Wir saugen jetzt in dem Moment gleich durch das komplette System, also Drosselklappe, Saugrohr und Kopf, saugen wir Luft durch auf der Fließbahn. Der ganze Apparat ist ja nichts anderes als ein großer Staubsauger. Das heißt, hier sitzen halt diverse Motoren unten drin, da sind Messblenden drin, 6 Stück. Ein Dyson. Und du kannst halt mehrere Dyson hoch 10. Das Ding hat schon ordentlich Leistung. Okay.
15 kW oder so, da ist richtig... Das saugt richtig. Das Ding hat halt Messblenden drin mit Differenzdrucksensoren, ein Sensor vorher, nachher und über die Druckdifferenz kann man halt festlegen, wie viel Luftstrom ist das. Das heißt, man sucht sich immer einen festgelegten Messunterdruck aus, um das vergleichbar zu haben. Das wie bestimme ich den? Es gibt Standards, das sind leider mehr oder weniger amerikanische Standards, weil die Amerikaner schon seit... Also, weil die Amis sehr viel flunkern oder... Ich mag die Art und Weise nicht, wie die Köpfe verkaufen. Weil das ist, wir kommen da gleich, die vermarkten den höchsten Flow-Wert. Was im Prinzip scheißegal ist, interessiert mich fast gar nicht, wenn ich so einen Kopf kaufe. So, dann mach Spaß mal an den Uwe. Wenn wir wollen, messen wir mal. Und das ist der Kopf von deinem, ne? Ja. Das musst du also wir angucken, das ist schon ein bisschen geil, wenn du so reinguckst. Muss man ein bisschen reinleuchten. Jo, das ist echt geil. Reinleuchten. Ja, tasch schon ein paar an hier. Siehst du das, Nobby? Ja, ja. Boah, krass. Sieht ja geil aus. Das Ding ist jetzt zu. Fährt. Ist aber leise. Ist ja noch zu. So. Jetzt fährt er den Unterdruck an, 25 Inch, vollautomatisch. Schön, 20 Inch in wie viel? 0,025 Bar. Nur, also nichts. Gefühlt nichts. So, jetzt fängt er an aufzumachen. Jetzt mache ich ihn erstmal auf. Fängt er an zu strömen. Jetzt sind wir bei 2 mm hoch. So, und jetzt zeigt er uns hier an. Fließen ist gerade vorne. 24,6 cfm. So, und jetzt gebe ich ihm einen Millimeter mehr hoch. Und jetzt macht er richtig Hörsen bevor. Jetzt macht er auch auf. Ja. So, jetzt geht er schon auf. Und im Moment warten, ist eigentlich 33,7. So, jetzt muss ich einmal auf die nächste Blende. Jetzt haben wir quasi die Blende ausgereizt. Aber so ein bisschen kommt mir die Maschine vor wie damals in der Schule im Physikunterricht. Weißt du, so mit diesen Hebeln hier und so. Das liegt doch auch an der handschriftlichen Tabelle daneben. Ja, und du musst gleich in den Rollwagen reinschieben mit Videokassette. Und dann kommt die Dokumentation. Auf dem Friedensplatz ist... So. Aber er wird immer größer. 42, 6. Bei 1 Millimeter jetzt. Ja. Jetzt gehen wir 2 Millimeter hoch. 1, 2. Boah. Boah. Jetzt können wir nochmal die Blende. Die Blende heißt was genau? Du willst ja eine verhältnismäßig hohe Messgenauigkeit haben. Wenn du nur mit einer großen Messblende arbeiten würdest, wäre die bei Messblende. Wenig... Es gibt Norm-Messblenden, die haben eine definierte Form, die haben also einen Durchmesser XY, haben vorne einen scharfkantigen Einlauf, hinten haben die eine Phase, 45 Grad, ich weiß nicht mehr so gut. Und da kannst du genau sagen, eine Messblende Durchmesser 40 in der DIN-Form macht bei dem und dem Druckunterschied so und das so viel Flow. Und deswegen gibt es hier drin eine ganz kleine Messblende in 6 Stufen, dass du immer verhältnismäßig genau misst. Das heißt, um das Gerät zu bedienen, musst du überhaupt nicht klug sein. Nee. Und dann, du musst voll nein, klug du sein. Kommst, du komm, nein, ohne Scheiß, du kommst auch schnell durcheinander, so wie ich wir sagen, quatschen. Weil nämlich mit ich muss mir messen, jetzt merken, Blende, aufschreiben und danach hast du erst Zahlen, die du dann errechnen. Ja. So, und wir haben noch nicht gedreht, glaube ich. Das ist schon mehr als die Nocke später machen. Ja, meine Nockenwelle wird irgendwie 14,4 mm. Man überfährt das absichtlich. Wir haben ja den vorher schon gemessen. Der macht viel früher zu. Den habe ich auch so weit aufgemacht, einfach nur um mal zu gucken. Aber das ist ja alles. Das ist ja alles kein Vergleich. Deswegen, der Kopf alleine, das wollte ich nochmal, der Kopf alleine macht an die 230 cfm. So, und das ich bin auch der Meinung, dass ich noch größere Drosselklappenteile baue. Das sind jetzt 48er. Und ich möchte noch größere Drosselklappenteile ausprobieren. Weil ich glaube, dass da, wir haben das beim Messen eigentlich mehr oder weniger herausgefunden, dass eigentlich das Drosselklappenteil noch ein bisschen zu klein ist. Und auch das Saugrohr, du siehst, dass das so ein bisschen Freestyle-mäßig aussieht. Mhm. Wir haben da probiert, gefräst, gemacht, getan, sind irgendwann durchgebrochen und waren dann einfach am Tageslicht. Ich habe das so als Prototypen mit Aluspachtel aufgespachtelt. Ich will das aus dem Vollen fräsen, das Saugrohr, aber das ist jetzt quasi das Prototyp. Wie viel Leistung denkst du, kannst du dann, wie viele Hubroboter? 2,5 Liter. 2,5er. Und dann macht das wie viel Leistung? Naja, es ist ja immer so, luftgekühlt, 2 Ventiler, 100 PS Literleistung ist ja so die absolute Königsdisziplin oder da soll die Reise irgendwie hingehen. Ich sag mal, alles was irgendwie über 220 PS geht, ist ja geil. So.
tue alles dafür, dass es richtig geil wird. Also 200 Liter Käfer, 220 PS Sauger. Dreht 8,4 drin. Was gibt man für so einen Motor aus? Nicht, dass ich jetzt aus Interesse frage, ich frage einfach nur so. Material. Bei Käferprojekt, wäre ja auch lame. Nur über Material. Käfer drauf an. Macht Spaß. Über 20.000. Nur Material. Dann ist die Idee auch schon wieder gestorben, ne? Ja. Nur Material, also ohne Arbeitsstunden, ohne alles. Ja. Für 220 PS? Ja. Dann verkauft den Käfer, kauft den 964. Das ist so eine Leidenschaft, die ist halt gewachsen. Ne? Ich habe das Auto als erstes nur mit Weber Doppelvergasern mit 70 PS gefahren. Dann hatte ich 2,1 Liter mit 125 PS. Geil. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt baue ich noch einmal einen Motor und ich will jetzt einfach mal alles ausreizen, was irgendwie geht. Alles. Ich weiß noch den Motor, den ich gemacht habe, den 964, den 3.8er Umbau. Das war einer der teuersten Motorumbauten, die wir so gemacht haben. Und im Verhältnis war es das schlechteste Ergebnis. Aber das ist seitdem es Turbolader gibt, ne? Das ist halt seitdem es. Man muss halt einfach nicht bescheuert sein dafür. Ich finde, es gibt zwei Schritte, die passieren. Es gibt drei Schritte, die, finde ich, in der Szene Änderungen gebracht haben. Das ist der Turbolader, das ist das freiprogrammierbare Steuergerät und das ist das Doppelkupplungsgetriebe. Ja. Die drei Faktoren haben das Grundspiel geändert. Weil ich erinnere mich noch, wo ich angefangen habe, war alles noch nicht. Da hast du große Lader dann angefangen zu machen. Okay, Leistung. Aber große Lader mit den alten Steuergeräten fuhr ja mit Glück. Vollgas geben plötzlich. Ne? Scheiße. Und ging los. Dann kam freiprogrammierbar, dann liefen die Dinger. Und dann auf einmal kam Doppelkupplung. Und Doppelkupplung hat ja mit derselben Motorleistung einfach alle Autos über eine Sekunde schneller 100-200 fahren lassen. Ohne ein PS. Ja, die Nummer ergibt sich halt dann im Endeffekt. Mhm. Ne? Nur das wäre dann der Abschlussfließband. Das ist Serie. Das ist der Serienkopf mit dem kompletten System. Blau ist Einlass, rot ist Auslasskanal. Da siehst du zum Beispiel auch schon wieder, der hat viel zu wenig Einlassflow bzw. viel zu viel Auslassflow. Das funktioniert vom Prozentsatz untereinander schon nicht. So, und das ist halt dann die große Version. Die steht dann halt auch deutlich. Das ist halt das Faktor 3, ne? In dem Moment. Und ich bin 15% jetzt. Ja. Ich danke. Sehr gerne. Ich denke, man hat sehr viel mitnehmen können. Ne? Das Thema Kopf ist erklärt. Und wir wissen auch, dass wir jetzt schnell zurück müssen, denn der Nobby. Ich muss mit der Pfeile jetzt ran, ne? Ja. Dem kleinen Dremel für die Fußdecke von meiner Oma. Den meinte ich, ja genau. Da müssen wir schon mal ran. So. Meiner Oma. Ich danke dir. Danke. Und wir beide machen jetzt weiter, ne? Vielleicht. Tschüss.